Hallo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Steve RP, und willkommen zu der zweiten Folge der BVB-Karriere bei dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin. Genau, es ist der allererste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich habe jetzt mal so ein bisschen den Ton mit auf, also den Spielton, ein bisschen Fans und damit auch automatisch die Torhymnen, ne? Ich weiß nicht, ob das dadurch irgendwie geclaimt wird. Ich habe keine Ahnung, wie das damit geregelt ist. Aber der Transfer mit Emerson hat noch geklappt. Statt Tapsoba spielt heute Akanji in der Innenverteidigung, weil Tapsoba nicht komplett fit ist. Und auf der Linksverteidigerposition spielt nicht Lodi, der spielt wirklich heute, genau, im Tor spielt Henderson, Morey, Saga, Akanji, genau, Fatih, Reina, Bellingham, Haaland und ja, genau. Und da müssen wir halt mal sehen, wie das heute läuft, das Spiel. Genau, da müssen wir dann einfach mal schauen. Und ich hoffe einfach mal, dass das nicht zu laut ist, sonst muss ich das echt mal in der nächsten Folge nochmal ändern. Das war normalerweise so dumm gemacht, aber was soll man da machen manchmal? Ne? Also. So, jetzt aber Gas hier, Jungs. Mal über Sancho. Und jetzt über Erling. Bellingham. Ha! Schatzos Block wird auf jeden Fall geblockt. Lee. Abseits. Chance auch für Erling Haaland heute in diesem Spiel, aber steht. Und es steht immer noch 0:0. Und Renier versucht es aus der Distanz. Aber es war halt wirklich keine Herausforderung für Karius. Und Ansu Fati, und da musste Karius aber sowas von hin. Aus der Ecke wird auch nichts. Ingwatzen jetzt aber. Und der ist zu weit auf jeden Fall für Gieselmann, glaube ich, war das. Da versucht Erling direkt den Ball wieder zurück. Morey schafft den Ball, gewinnt zwar das Kopfballduell, aber kann den Ball da nicht ordentlich zum Mann bringen. Ah, kommt Jungs.
What? Hab ich denn da gerade gemacht, Alter? Wayna, Sancho. Und Bellingham mit der nächsten Chance. Da muss sich Karius schon wieder lang machen. Aber im Moment machen wir noch nicht so viel Druck, dass hier so viel Gefährliches. Akanji mit der Ecke. Aber Knoche ist, glaube ich, noch dran. Nee. Also bis jetzt hält Union noch tapfer dagegen. Also tapfer dagegen, ohne selbst die Chancen irgendwie zu kreieren. Jason Lee 1 zu 0 für Union Berlin. Durch den Ex-Kieler Jason Lee. Und der Außenseiter führt. Da wurde die Seite sehr offen gelassen. Morey ist in die Mitte gegangen, weil irgendwer nicht da war, weil Akanji nicht da war. Und dadurch hat er seinen Part nicht einnehmen können. Und das ist das allererste Saisontor von Jason Lee in der Bundesliga, in seinem ersten Bundesligaspiel. Jetzt muss der BVB natürlich was zeigen. Sancho dribbelt sich irgendwie durch hier. Aber Haaland kommt wieder nicht in die Show. Die Dortmunder wollen denn natürlich einen Fehlstart vermeiden. Und Ansu Fati mit der nächsten Chance. Für den BVB. Jetzt aber nochmal Sancho. Bloß Union verteidigt das auch richtig gut. Jetzt kontern, fangen sie hier an zu kontern. Aber die kann Zagadou sehr gut klären. Das ist schon wieder auch so schlecht gespielt eigentlich. Ja, und so geht Borussia Dortmund mit einem 0 zu 1 Rückstand in die Pause. Und der Trainer weiß natürlich, dass es zu wenig ist, was die Mannschaft bis jetzt zeigt. Es muss was passieren. Aber trotzdem geht es ohne Wechsel weiter beim BVB. Dafür geht es aber ohne Wechsel weiter beim BVB. Weil er denen vertraut, die auf dem... Genau wie er auch Renier vertraut, der jetzt das 1 zu 1 macht. Schöner Steckpass von Jude Bellingham. Und Renier mit dem 1 zu 1 in der 50. Spielminute. Jetzt muss der BVB aber dranbleiben. Jetzt müssen wir da aber dranbleiben und am besten so schnellst wie möglich den weiteren Treffer machen. Und richtig stressen jetzt. Jetzt kommt der Pass auf Haaland. Und da ist das 2 zu 1 in der 55. Spielminute. Erling Haaland. Jetzt kommt Arnold. Auch für Renier. Dann machen wir es anders. Sancho geht dahin und dann geht Ansu Fati auf die RF-Position.
Und Arnold geht dann auf die linke Seite. Und Erling Haaland macht so schnell das 2:1. Und so schnell kann man einen Halbzeitrückstand drehen. Aber auch einfach, weil wir jetzt richtig stressen. Und Union auch vor Probleme stellen hier jetzt mal. Das war am Ende kein guter Pass von Erling. Aber er geht drauf und das... Sancho scheitert am Union Bollwerk, was sich da natürlich reinsetzt, natürlich jetzt. Aber Union versucht jetzt doch nochmal was zu machen hier. Jetzt gibt es nochmal Freistoß in der 63. für Union. Giesbeck kommt rein und Gentner geht raus. Ansu Fati jetzt. Emerson will jetzt ein bisschen Gas geben hier. Werner, Haaland, Sancho. Und ein erneuter Fehlpass von Erling Haaland. Aber viel kann man dazu nicht sagen, weil Haaland hat bis jetzt das... hätte bis jetzt das wichtige Siegtor bis jetzt geschossen. Und Akanji weiterkämpfen da. Saga. Oh, ein schwacher Pass von Jadon Sancho. Der natürlich die Hintermannschaft natürlich vor Probleme stellt. Gerade Manuel Akanji. Aber Saga, du ist da. Und Hummels darf spielen. Es versucht natürlich Sancho ein bisschen Gas zu geben hier. Und Erling auch. Erling macht jetzt mal hier den Gasmodus an. Und Erling! Haaland scheitert an Karius. Aber man sieht, dass wir das 3:1 machen wollen. Jude Bellingham versucht nach der Ecke in Vorrücksehöhe. Aber der Mistding komplett, aber man kann es ja mal versuchen. Das ist nicht da. Ich wollte gerade sagen, Alter. Er läuft gegen und hält sich erstmal das Knie. Morel, ich hab. Und Arnold! Und Karius hält den super. Aber er ist, glaube ich, kein Linksfuß, deswegen. Er ist Linksfuß, deswegen war das schwierig. Morel geht raus. Und Renan Lodi kommt rein. Der jetzt auch direkt den Ball bekommt. Und Sancho scheitert an Hübner. Jetzt macht er den direkt in die Mitte und Haaland nochmal. Aber Borussia Dortmund ist zu verschwenderisch mit seinen Chancen. Viel zu verschwenderisch hier. Aber danach fragt am Ende keiner mehr bei Sieg. Wäre am Ende ein Sieg.
Freistoß? Okay. Hui, Poyampalo. Poyampalo kann den gerade so noch abwehren. Und Elfmeter, Trimmel ist mit der Hand dran. Christopher Trimmel verspielt hier wahrscheinlich Unions Puffer. Und der BVB hat hier die Chance auf das 3 zu 1. Letzte Folge hat Haaland verschossen. Und Haaland verschießt schon wieder. Haaland, zweiter Elfmeter die Saison. Der zweite verschossene. Und Haaland muss sich auch nur denken, Junge, was passiert hier eigentlich damit dich? Ach Scheiße, ich habe ja. Ich wollte gerade noch Ivan Nilsson bringen für zu seinem Bundesliga-Debüt. Aber das hätte ja überhaupt nichts gebracht, weil. Aber Karius hält natürlich. Ah, Nasi juckt jetzt, das ist gemein. Natürlich die letzten Chancen. Griesbeck. Akanji klärt den komplett. Ansu Fati nochmal. Giovanni Reyna. Und da ist nochmal Arnold. Und da ist das Tor! Zweite Minute der Nachspielzeit. Das 3 zu 1. Ich weiß jetzt nicht, ob es Haaland war oder ob es ein Eigentor war. Auf jeden Fall hängt sich hier links auf jeden Fall durch. Und Haaland mit dem 3 zu 1. Das ist auf jeden Fall die Entscheidung. Knoche kommt nicht ran und Haaland hat dann am Ende nur noch ein leichtes Spiel. Hat am Ende nur noch leichtes Spiel hier, der Erling. Alter. Erling Haaland. Und damit geht dieses Spiel mit 3 zu 1 für Borussia Dortmund aus. Ist es ein verdientes Sieg? Weil 20 zu 1 Schüsse und 12 zu 1 Schüsse aufs Tor. Also wir haben schon echt krass viel verballert. Also das muss man mal so ehrlich sagen. Und ja, darüber bin ich nicht froh. Die Jungs haben 100% gegeben, weil wir haben viele Chancen. Man muss realistisch sein. Und Hazard, ich stelle ihn nach Tagesform auf. Also, ja, so ist das halt, ne? Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs, aber ich hätte noch viel für uns erreichen können. Es war eine schwere Entscheidung. Werdest du denn da noch mehr herauskitzeln können, mein Lieber? Genau. Das war es auch mit der zweiten Folge jetzt schon. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, wir sehen uns in der dritten Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Mittwoch und ja, wir sehen uns morgen am morgigen Donnerstag bei einer neuen Folge, bei der dritten Folge schon. Also haut rein und ciao, ciao.